Hallöchen, Puppelchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Vollgas! Mikrofon übersteuert, hey! Sie ist immer so laut, ne? Ja, ja. Ja, weißt du, da bin ich zu leise, da bin ich zu laut. Ich kann es ja überhaupt niemandem recht machen. Nee, es ist. Dann geht mich wieder die Stimme weg. Ich halte einfach nur das Maul. So. Ihr könnt weiterreden. Du, ich muss was essen. Es tut mir wirklich leid, ich kann euch nicht helfen, Mädels. Ich muss kurz was futtern und mich auf die Bank setzen. Bin gleich wieder da. Ey, obwohl, gib mir mal zwei Holzlocks. Gib mir mal zwei Holzlocks. Dann bringt sie noch welche. Jetzt, wo wir anfangen zu arbeiten hier, ne? Ja, weißt du, tut er so, als ob. Mach mal die Bank fertig. Ja, Kerle. Tu mal was für dein Geld. Ich hab irgendwie keine Ausdauer. Ja, dann trink doch was. Ja, ich auch nicht. Ich lauf trotzdem. Gib dir gleich die Bank. Mann, aber keine 5 Minuten atmen wollen. Nee. Also pass auf, mein Magen ist ein Viertel gefüllt ungefähr, ja? Und meine Ausdauer ist ein minimaler Punkt nur. Ja, dann musst du was trinken. Die Ausdauer geht immer weiter runter als der Magen. Also schneller, ich glaube doppelt so schnell. Also. Okay. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin verzweifelt, ich esse gleich vergiftete Beeren. Nein, wir haben noch leckere Füße da. Nein, nichts mehr essen. Warum von nicht? Denen. Nicht? Ich bin für Füße. Nein, weil die sonst kommen. So, ich setze mich jetzt auf die Bank. Was brennt denn dahin? Da kommt der Nebel des Grauens. Kann man nicht hinsetzen auf unsere Bank? Muss man sich andersrum draufsetzen? Ist er vielleicht falsch rum? Ah, muss ich andersrum draufsetzen? Na super, unsere Bank steht falsch rum. Ach, scheiße. Oh. Wo ist denn der Schlitten? Baum fällt mir auf den Kopf. Wo ist denn der Schlitten? Jetzt geht die Ausdauer echt hoch. Das ist ja fantastisch, diese Bank. Wo ist der Schlitten? Ist jemand hinter mir? Ist jemand hinter mir? Ich merk's nicht. Super, ich sitze zum Haus hin. Fantastisch. Ich weiß gar nicht, ob der Bug noch geht. Warte mal. Was für ein Bug? Warte. Ja, das geht, glaube ich, noch. Na. Was ist denn der Bug? Na, Duplizier-Bug. Nee, ich glaube, der geht nicht mehr. Der geht nicht mehr, Freunde. Er geht nicht. Wo ist die Bank? Lass mich da mal hinsetzen. So. Geht nicht mehr. Du musst dich andersrum, genau so rum. Ich setze nochmal eine Bank andersrum hin, weil ich habe Angst. Nee, du gehst jetzt mal ein bisschen Holz holen. Ja, wenn ich die Bank andersrum gesetzt habe. Hallo, wo ist denn der Schlitten? Können wir die Bank nicht in die Hütte setzen? Ja. Ich kann übrigens von unten in die Hütte rein. Probier ich mal. Baut doch noch eine zweite Bank, das ist ja jetzt noch nicht so. Ich baue eine in die Hütte rein. Wie rum ist denn eigentlich richtig? Woran weiß man denn, wie die richtige Richtung ist? Keine Ahnung. Ist doch egal. In der Hütte ist doch wurscht. Ja, man kann es auf jeden Fall setzen. Ich habe sie gesetzt. Ja, Leute, ich bleib jetzt erstmal die Folge übersetzen. Oh, Alter! Komm mal. Sie kommen auf euch zu. Zwei sind an mir vorbei, kommen auf euch zu. Ich sehe sie. Ein Boss und sein Gehelfer. Da ist der Schlitten. Ich habe den Schlitten gefunden. Ihr macht das, ne? Die sind weggerannt. Echt? Ja. Schade. Oh, der Wind, der ist echt gut gemacht hier. Boah. Boah, ich muss das essen. Ganz dringend. Warum ist der Schlitten schon voll? Nein, aber ich düste da gerade hin. Wo sind sie denn? Wir sind vorbeigerannt. Oh, danke schön für das Licht. Packt ihr rauf? Los, packt mal rauf. Packt rauf, ich mach hier den Weihnachtsmann. Los. Hallo? Ja, was denn? Was denn? Ja, packt doch mal drauf hier. Ich bin doch gerade zum Baumfällen. Baumfällt. Oh, Mann. Nee, kann sich nicht entscheiden, ob er fällt. Jetzt fällt er. Hauptsache nicht auf mir drauf hier. Wo ist der Schlitten? Ja, bei mir. Ja, ne? Ah, da. Geh jetzt, tschüss. Warte, lass mich doch die Baumstämme da drauf. Ja, pack drauf jetzt. Geht nicht. Kann ich nichts mehr drauflegen, ist anscheinend voll. Warte mal, es sind doch 7. Oh, da kommt einer. Achso, sind 7, ja, tschüss. Ist voll. Ich komm später nochmal. Also gleich. Jetzt habe ich Ausdauer. Seit wir die Bank haben, habe ich Ausdauer. Ich mache jetzt erstmal in die Bank fertig, damit wir in der Hütte auch eine Bank haben. Und die Treppe hoch, damit wir da nicht immer so rumgageln. Das ist eine sehr weise Entscheidung. So, Treppe hoch, gut. Auch noch ein Holzlock. Wo ist der? Hier, ich hab doch. Guck, hab ich abgegeben hier. Kommen die Eingeborenen auch dann noch hoch? Die Treppe habt ihr jetzt auch fertig gemacht. Ah, jetzt ist mal richtig rum drin. Warte mal. Ich muss jetzt aber dringend was essen. Haben wir jetzt hier alles fertig? Ja, die Bank drin ist fertig. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass die Treppe jetzt auch hochkommt. Wollt ihr eigentlich euren Speer mal verbessern? Dann würde ich nämlich mal. Ich habe überhaupt gar keinen Speer. Das ist doof. Dann mache ich mal für dich, Minjas, ne? Mach ich mal ein. Ich bin satt. Sehr gut. Ja, bitte.
Soll ich dir helfen? Ich gehe mal noch ein bisschen Holz holen. Nö, alles ist gut. Ich werde jetzt hier die Ärmchen mal draufpacken. An das Drying Rack, oder? Nein! Ping die Beine halt. Du kriegst jetzt gleich Knochen sozusagen. Knochen von mir und das packst du dann an deinen Speer dran. Ich hab doch keinen Speer. Hä? Wofür mach ich das eigentlich? Du hast eben gefragt, ob wir einen Speer haben und sagte ich nein. Und es geht immer nur einer drüber. Dann lege ich die anderen Körperteile mal hier daneben, dann kann die jeder, ne? Oh. Also ich bin schon richtig gut ausgerüstet. Du kannst die Körperteile an die Effigies packen. Hab ich da noch einen Kopf drauf hier vorne? Jo, das mach ich mal. Ja, genau. Da ist ja, war das Dorf schon vorhin auch schon da? So. Bis hier direkt neben dran ist, ja, ne? Das ist direkt daneben dran, das ist seit der ersten Folge, ja. Ja, ja. So, können wir mal einen Schlitten abladen? Dann packe ich die, ich lad die Hölzer mal um. Ist hier noch Platz? Eieiei. Können wir nicht das Holz auch einfach hinlegen? Oder das wird dann nicht gesaved, gell? Wenn man es nicht... Wie das jetzt aussieht. Bau doch, hast du mal einen Wall gebaut? Eine Dingswand? Ja. Ja, kann ich anfangen. Dann fange ich ja, hier ums Beet rum an, oder? Ja, mach. Hier auf die Kante. Hier auf die Kante. Ich fange hinter Maus an. Jo. Oh. Ja? Hier rennen drei. Was? Die sind ein bisschen bekloppt oder so. Ich weiß nicht, die Eingeborenen rennen hier auf der Stelle. Seht ihr das auch? Ja, die sind buggy. Die sind. Okay, die sind buggy. Wo ist denn noch die andere? Ah, ich hab noch einen Kopf. Hier. Hä? Jo. Passt doch. Sieht doch richtig schick aus. Was mach ich denn jetzt mit denen? So. Also ich ziehe jetzt erstmal die Grundmauer, dann können wir dann nämlich Holz reinsammeln. Ja, die sind einfach jetzt... Was? Die haben mich um mein Loot gebracht. Vögel! Na! Man kann die ewig ziehen, das habe ich ja überhaupt nicht gerafft eben. Kannst du ewig ziehen, ja. Ja! Dann stelle ich das Refugee dahinter, ne? Also das stelle ich vor die Tür praktisch sozusagen. Haben wir zumindest die Rückseite schon mal zu. Boah, da brauchen wir viele Hölzer. Guck mal, ich hab auch noch richtig viele Hölzer, hast du? Ich hab noch. Doch, verdammt! Hier ist gerade so ein Vogelspawn-Platz, aber ich krieg die nicht. Also das hier, steht noch, was ist das? Ah, das ist der Hasenkäfig, ne? Oh, ja. Feder. Gut, dann mache ich jetzt erstmal, fange ich mal hier hinten an. Yes! Mann, jetzt lass doch nicht das arme Bein hier liegen. So, das stopfen wir jetzt hier noch irgendwo fest. Gucken wir mal, wo noch. Achso, ich sollte es ja vielleicht erstmal die Hand nehmen, ne? Ja, oh Mann. Ich hab doch gerade das Bein in die Hand genommen, oder? Flix. Nimm den Schlitten mit. Mach's Feuer aus hier, Junge. Kommen wir noch vorwärts? Nein! Nicht auf, nicht jetzt! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Soll ich kommen? Hilfe! Ich reagiere nicht drauf, wenn du nicht sagst, ob ich wirklich kommen soll. Ja! Ja, komm! Serenity, umdrehen! Wo? Dreh dich um. Ups, nein, ich wollte das doch essen. Was ist denn jetzt los? Brauchst du Hilfe oder nicht? Ja! Wir haben hier Party! Okay. Party, Alter, ab. Warte mal, das warum nimmt der meine Axt denn nicht in die Hand? So, rein und links zurück, ja, annehmen, genau. Anzünden. Ah. Ja, komm her, Ruhe! Raus, ihr seid... Was denn? Ja, komm, du Tussi. Brat mir eins über. Ich bin gleich tot. Brat mir eins über. Ich bin tot. Ey, was? Ich hab doch geblockt. Scheiße. Geh mal aus dem Weg. Oh Gott. Geh mal aus dem Weg.
Ich bin fast tot. Einfach boah, von hinten ertolcht, ey. So, noch mal zwei für das FG. Alles fürs FG, genau. In den Schritt. Damit ist gut, na gut, mach weiter. Was, wir nehmen dir hier gleich mit, die Sachen? Ja. Ich gehe weiter Holz holen. Ja, oh, genau. Mann, echt du Mädchen. Wieso denn? Da ist noch einer. Noch einer. Da kommt noch einer. Ist noch einer. Komm zurück. Ich hab halt kaum Ausdauer, ne? Aber ich könnte ihn ein bisschen ablenken und du haust drauf. Oder auch nicht. Hallo! Haut ab, oder? Ne, der steht da noch. Ich wollte hier eigentlich Vögel jagen. Jetzt kommt er! Ach, Mann! Ach, der? Wo ist der denn? Warte. Bei Jolle. Sitzt direkt neben Jolle. Ja, ja, warte. Jolle, nee, ist los? Der, ist der Start? Nicht. Der läuft rückwärts. Nee, gleich. Abgestürzt. Da kullert ein... Nein! Da kullert ein Kopf im Wasser. Blocken! Okay, jetzt Stropf. Doch auch nicht blocken. Geht mal weg. Au. Der Kopf ist weg. Der kann nicht mehr. Mir egal, da hau ich drauf, bis er ganz klein ist. Von den Schritt. Ich hab einen Bogen. Mit Pfeilen. Jetzt sehe ich die auch über der Schulter. Sie trägt ihn weg. Ja. Das manchmal sieht man das, manchmal auch nicht. Na gut, macht ihr die Leute klein. Ich hole mit dem Schlitten Holz. Das ist so brutal hier. Komm, wir bauen hier noch ein bisschen an das Effigy. Nein, du wo ist denn dieser fucking Schlitten hin, da ist er? Das ist so doof gelöst hier. Oh, perfekt. Wann erwische ich den wir denn? Müssen noch hier, wir müssen hier auch noch ein FG hinbauen. Noch ein weiteres. Ja, machen wir. Bauen wir. Ein Custom-Dings hier. Da packen wir es hin. Hast du Stäbchen, hätte ich fast gesagt. Hast du Stöckchen? Hast du Stäbchen? Ich esse gern mit Stäbchen. Ich hab sogar ein paar. Ja, aber zwei ich brauch Stück. Die jetzt gerade. Nur zwei Stück. Gib mir zwei Stück. Ich brauch zwei Stäbchen, los. Ja, ich gleich. Ohne Momento Prügo. Ich hab hier gerade, wie gesagt, Vögel. Die werdet ihr nicht haben. Ihr werdet sie auch nicht sehen, aber ich hab hier gerade einen Vogelplatz. Ist schon gut, ich hab meine Stäbchen. Ja. Was? Ich hab meine Stäbchen. Verdammt. Yes. So, ich muss mich beeilen, sonst vermodern die Leichen. So, wo sind sie? Hier. Ach komm, den nehme ich jetzt mit. Nehme ich da hinten auseinander. Hau zu. Yes. Ah, nimm's. Der beste Holzfäller-Simulator, den ich kenne. The Forest. Oh, kriegt man die nicht mit dem Speer besser? Da. Ranpirschen. Und zustechen. Wow. Das klappt gut. Da ist noch einer. Shit, passt nicht mal alles drauf. Ach, verdammt. Wie heftig ist das? Brauch noch mehr. Den Berg hoch. Hier, Holz. Nimm mal Holz mit, bitte. Helf mir ganz kurz, das in die Wand reinzuzimmern. Zimmern. Keine Zeit, ich bin hier beschäftigt. Wo ist eigentlich ich kann Kopf nicht. Hin? Ah, hier ist der Kopf. Komm schon! Nimm dir doch den Vogel jetzt! Warum? Das geht nicht. War das bringe ich noch schön weit weg. Heieiei. Oh, ich versterbe bald. Das ist nicht gut. Ja, vor lauter Leichenfledderei versterbe ich bald. Wir müssen gucken, dass sie nicht in die Hütte kommen. Ich muss mal ganz kurz Ausdauer regenerieren. Ich setze mich mal dahin. Ja, mach mal. Ist doch schön hier auf meine Bank. Hier liegt noch eine Leiche. Da liegt noch eine meine Leiche. Meine Brise. Die nehme ich mit, die lege ich an das andere Effigy und dann nehme ich die gleich auseinander. Vielleicht sollte man eine Bank da hinten, wo wir Holz schlagen, hinsetzen. Ja, es ginge natürlich auch. Dass man immer kommt die eigentlich kann. So ohne mich zurecht, oder? Läuft, ja, alles gut. Oh, dafür hier liegt noch ein Bein, geh mal weg.
Eine Hand. Dafür hole ich uns halt gute Federn. Ja, das ist gut. Tonholz. Die Arbeitsteilung ist perfekt, Mädels. Der halbe Strand ist hier schon voller toter Vögel. Der Weg wird immer weiter bis zu den Bäumen. Wir haben ja hier unten auch noch ein paar. Was ist eigentlich besser wäre. Ja, was eigentlich besser wäre. Oh, hallo. Tag. Okay, ich glaube, das reicht. Ups. Wo sind die anderen Baumstämme? Hier ist noch einer. Die werden Angst haben, wenn die unser Effigy sehen. Genau. Hab doch irgendwo... Ein Kopf! Den nehme ich. Ich hab doch irgendwo noch einen Holzstamm hingeworfen. Oh, wo packe ich den Kopf hin? Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, ich hab jetzt 30. Hab ich gerade geschickt. Das wird nicht reichen. 30 Pfeile sind ja gar nichts. Ja. Jetzt muss ich jetzt mal einen Moment auf die Jam. Ja. Ein bisschen muss ich das hier noch machen, ihr Lieben. Das tut mir leid. Mach ruhig, alles gut. Wo ist der Schlitten hin? Dann haben wir aber wenigstens Pfeile. Bleib daneben. Da. Oh. Ach, jetzt bleib doch hier. Ich tu doch gar nichts. Aufgespießt. Du eine kleine Spatzen, es tut mir ja so leid. Die kleine Spatzen gespatzt. Oh, das war... Ah, der war fies. Na? Wenn ihr auch mal so einen Vogel am Anlandeplatz habt, dann nehmt euch ruhig mal die Zeit und nehmt... Und tötet ein paar Vögel. Ja, Kinder, macht auch mal ein Warnleben, gell? Wenn ihr so Vögel seht, bisschen Körner ausstreuen. Draufschlagen. Hab da Federn. Also es ist jetzt wirklich ohne Witz, ne? Du wirst die ja brauchen, die Federn. Na gut, ich vor allen Dingen, weil ich bin ja Nahkämpfer, bin ich ja Noob. Ja. Nicht auf den Schlitten, nicht auf den Schlitten, weg zur Seite. Boah Gott. Hi. Ah. Schon wieder voll? Hat schon wieder muss voll. Muss richtig flink sein. Ja, na gut, und das reicht. Komm, den nehmen wir jetzt auch mit. Ja, oder nicht? Gut. Ich habe gejagt. Der Holz ist. Was ist denn hier los? Die Mauer steht ja immer noch nicht. Der Holzschlitten-Express kommt zurück. Jut. Das klingt perfekt. Was machst du denn da? Wolltest du nicht erstmal so einen kleinen bauen? Bist du so zurück? Ja, aber guck mal, genau die Richtung, ne? Also da, wo ich hingucke, da wäre ja nur auch Baum, ne? Bäume, Bäumse. Überall Bäume, ich glaube, wir sind im Wald. Naja, guck mal, wie viel wir hier schon gerodet haben. Ja, gerodet, Mensch. Das wächst auch wieder. Das wächst gar nicht. Guck mal, die sind doch hier schon. Ich hab sie getötet, die jungen Bäume. Das tut einem ja richtig leid hier. Huch. Was wir aus dem armen the Forest machen. Schildkröte ab. Oh, ist keine Schildkröte. Nein, ist ein Busch. Der Baum liegt hier auch schon fast, aber nur fast. Den mache ich jetzt um. Ich wäre auch. Der hat mich vorbereitet. Du hackst doch nicht mit der Keule. Geh weg, bevor ich dir wehtue. Ich kann auch gehen, aber gut. Wow. Warte. Wow. Yeah. Bist du des Wahnsinns? Bauer schlagen. Des Wahnsinns. So. Wenn wir das zusammen machen, sind wir relativ schnell. Wir müssen auch, glaube ich, hinter der Hütte auch noch einen Zaun machen, oder? Weil die uns sonst die Hütte zerklopfen, hat jemand ja gesagt. Du musst ja komplett außenrum einziehen. Du kannst dir die Hütte auch selber zerklopfen. Ja, das stimmt. Was? Ah. In die Richtung, genau. So, ganz viele Stickies erstmal gesammelt. Ach ja. Da geht gar nichts mehr drauf, der ist schon voll. Lauf mit denen zurück, jemand anders nimmt den Schlitten. Das hier, Gewitter, passiert gar nicht. Das regnet gar nicht. Hat jemand einen Schlitten mit? Sonntag bitte nimmst du einen Schlitten mit.
Nö, ich hab Bäume. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Stick. Hä, wieso kann ich das denn nicht? Und wir haben Überlänge. Oh, ich hab mich selber mit dem Baum erschlagen. Kann mich mal bitte jemand retten? Ein wunderbares Ende für diese Folge. Ja, genau, ihr Lieben. Wunderbar. Ja, ich gehe sie schon holen. Ja, vielen lieben Dank. Und damit beenden wir dann auch die Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.